Johnny bringt sich kulinarisch um die zweite. Aloha, ihr Unterhaltungsjunkies. Mein Name ist Jonas, aber ihr könnt mich auch Johnny nennen und ich liebe scharfes Essen. Und ich rede nicht von ein wenig Schärfe auf meinen Geschmacksknospen. Die pikante Süße unterstreicht das. Nein, ich rede von Schweißausbrüchen erzeugenden, Zunge versengenden Schmerzen. Okay, pikantes Essen ist der Shit, das gebe ich zu. Aber darum geht es in diesem Video nicht. Ich will heute richtig leiden. Und um zu beweisen, dass ich nicht nur Worte, sondern Taten sprechen lasse, habe ich diese Instant-Nudeln gekauft. Diese Samyang Super Hot Chicken Two Times Spicy Instant-Nudeln. Auch das ist etwas, wozu schon viele Videos auf dieser Plattform existieren, von dem ich mich wie im letzten Video inspirieren habe lassen. Ihr habt die Nudeln also eventuell schon mal irgendwo gesehen, aber verwechselt sie bloß nicht mit diesen Casual-Dingern aus dem stinknormalen Supermarkt. Wenn euch irgendjemand weismachen sollte, dass das hier die schärfsten Nudeln sind, weil das Schärfste ist, was der Laden zu bieten hatte, dann wart ihr im falschen Laden. Weg. Ihr kennt keine Schmerzen. Das Pulver hier, das esse ich doch pur. Voll. Spaß beiseite, ich habe wieder Videos gesehen und bin wie jedes Mal viel zu neugierig und hungrig drauf geworden, weshalb ich mir das hier auch antue. Und im Gegensatz zu zwei nicht nennenswerten Brüdern bereite ich die Nudeln nicht nach Gefühl, sondern wie auf der Rückseite beschrieben zu. Nein, ich zercrunch die Nudeln nicht zuerst in der Verpackung, wie als würde ich Yum-Yum auf dem Schulhof essen. Und ich esse sie auch nicht mit dem Kochwasser zusammen. Nein, ich mache was ganz Verrücktes. Ich lese die Anleitung. Cooking Direction. First, put the noodles into 600 ml boiling water and cook for 5 minutes. Second, please remove the water from the noodles, remaining 8 spoons of water, and put liquid soup into noodles. Stir fry for 30 seconds. Third, put flakes and stir well and serve. So, und da wären wir jetzt. Ich glaube, der Hut ist ein bisschen zu much. Okay, ich bin bereit. Ihr wisst vielleicht nicht, was mir bevorsteht, aber ich weiß es und ich bilde mir auf jeden Fall was drauf ein. Alright, time's up, let's do this. Oh, so lecker. Aha, es kommt. Habt ihr euch schon mal über die verschiedenen Formen der geschmacklichen Schärfe Gedanken gemacht? Da gibt es für mich verschiedene Kategorien. Da gibt es die Kategorie der Senfartigen, wozu natürlich Senf gehört. Das ist so das, was erstmal so in die Nase steigt, bei mir zumindest. Dazu gehört noch Wasabi, Meerrettich. Das hat für mich alles so eine ähnliche Schärfe. Aber wiederum ganz anders scharf sind für mich so Dinge wie Zwiebeln, Ingwer oder Knoblauch. Und dann meine Lieblingskategorie. Chili, also die Schärfe von Chilischoten oder Paprikas. Diese Art von Schärfe finde ich in gewisser Weise einfach am rundesten. Es lässt sich irgendwie am einfachsten dosieren. Und Chilischoten haben auch viel weniger Eigengeschmack als Senf oder Ingwer. Gerichte mit Chili schmecken eigentlich immer noch genauso, wie sie ohne Chili auch schmecken würden, nur irgendwie schärfer. Oh, fuck. Chili ist einfach geil. Klar, wenn man es übertreibt, dann tut alles nur noch weh. Aber die Schmerzensschmelle ist für jeden Menschen eine andere. Die Nudeln hier sind für mich ein paar Schritte zu weit vermutlich. Aber ich esse ansonsten eigentlich auch immer mit so einer gesunden Schärfe, die für viele andere den Geschmack wahrscheinlich schon komplett übertönen würde. Ich höre hin und wieder von Leuten, dass sie Schärfe gar nicht so nachvollziehen können, dass sie das gar nicht so gerne essen, weil das für sie einfach nur Schmerz ist. Aber schlechte Neuigkeiten, das ist für jeden Schmerz. Schärfe ist Schmerz. So geht es also nicht nur dir. Schärfe ist im Großen und Ganzen einfach nur Schmerz. Genau genommen ist Schärfe, wenn im Mund oder im Rachen oder auch in der Nase die Schmerz- und Wärmerezeptoren von irgendeinem Lebensmittel gereizt werden. Oh Junge, und wie die gereizt werden. Puh. Holy shit! Die geschmackliche Schärfe, also nicht die, keine Ahnung, die sehhafte Schärfe. Ich bin scharf in diesem Video. Ich habe den Fokus hinbekommen. Ja, nicht diese Schärfe, sondern diese Schärfe, die wird auf den Scoville-Einheiten eingegeben. Scoville-Einheiten, die richten sich danach, mit wie viel Wasser man das Essen oder die Substanz verdünnen müsste, damit man nicht mehr rausschmeckt, dass da Schmerz oder Schärfe drin ist. So haben Jalapenos zum Beispiel so 3000 bis 8000 Scoville. Reines Capsaicin jedoch, das ist der Stoff, der es mir hier gerade so schwer macht. Ein Kubikmillimeter reines Capsaicin müsste man mit 16 Millionen Millilitern Wasser verdünnen, damit man es nicht mehr wahrnimmt. Es hat also 16 Millionen Scoville. Es ist also keine Ausrede, dass Schärfe einfach nicht euren Geschmack treffen würde. Nein, ihr seid einfach weich. Die Frage ist jetzt nur, Johnny, wieso sollte man sich freiwillig Schmerzen beim Essen zuführen? Na ja, gut. Zum einen ist es ein Kink. Ich meine, vielleicht stehen einige auf die Schmerzen. Vielleicht will man sich aber auch unterbewusst bestrafen, weil man es nicht wert ist. Und wieder andere brauchen den Adrenalinschub, die rohe Gewalt der Schärfe, um sich in diesem traurigen Schatten des vor sich hinfristens überhaupt noch lebendig zu fühlen. Aber tatsächlich gibt es auch wissenschaftliche Gründe, sich scharf zu ernähren. Und zwar besitzen die scharfen Anteile der Pflanze und Gewürze so eine Art geschmacksverstärkende Wirkung. Denn durch die gereizten Wärme- und Schmerzrezeptoren im Mund durchbluten die Schleimhäute viel mehr und damit eben auch die normalen Geschmacksnerven. Und oh boy! Ich kann euch sagen, durchblutete Geschmacksnerven. Junge, das ist der wahre Shit. Oh, das ist der gute Stoff. Nee, wirklich.
Beim Schmerzempfinden schüttet das Gehirn nämlich Endorphine aus, also Glückshormone. Und das macht Chili zu so einer Art Droge. Ohne Scheiß. Und ich glaube, ich bin süchtig. Wieso sonst sollte ich mir das antun? Warum sollte ich mich quälen, wenn ich wegen der Endorphine... Ah, ich bin glücklich, okay? Naja, aber abgesehen davon ist das Faszinierende an der Sache für mich, dass man sein Schmerzempfinden trainieren kann. Es ist wie ein Muskel, den du mit der Zeit aufbaust. Und je stärker du ihn trainierst, desto weniger schmerzhaft ist dieselbe Schärfegrenze. Früher hätten Jalapenos mich unter Tränen in die Knie gezwungen. Und heute empfinde ich sie als nice Beilage, leckeren Pizzabelag. Und das hat sich einfach geändert durch reine Willenskraft, weil ich einfach weiter gegessen habe, obwohl es wehtut. Und ich liebe das. Man erlangt halt auch Zugriff zu besser schmeckenden Gerichten, wenn man Schärfe besser abkann. Das Coole ist halt auch, man trägt ja nicht wirklich Schaden davon. Es tut zwar weh, aber es geht nicht wirklich was kaputt. Man kann sich also förmlich an der Scoville-Skala hocharbeiten, immer schärfere Dinge probieren, die eigene Resistenz stärken. Und das ist genau das, warum ich mich hin und wieder so auf die Probe stelle. Was kann ich ab? Wie stark ist mein Wille? Ich muss sagen, schärfer als diese Nudeln oder diese Chilischote, das wäre schon reiner Wahnsinn ab diesem Punkt für mich. Aber eines Tages, da esse ich euch wegen dem geilen Geschmack. Ich werde euch bezwingen, nicht den Hauch einer Chance. Solltet ihr euch übrigens mal übernommen haben, wenn ihr mal wieder euer Scoville Power Level testet, ich meine, typischer Samstagnachmittag, dann macht nicht den Fehler, das Feuer mit Wasser löschen zu wollen. Das verteilt das Zeug nur weiter in eurem Hals. Ich meine, es ist mittlerweile ein verbreiteter Fakt. Aber Milch und Milchprodukte helfen viel besser, denn das enthaltene Fett löst das Capsaicin. Also nehmt lieber Käse, Joghurt oder halt ein Glas Milch zur Hilfe und vielleicht auch Brot, denn dadurch wird das Scharfe so ein bisschen aufgesogen und landet dann im Endeffekt im Magen, ohne sich zu verteilen. Aber am besten ist Milch. Das hat mir in meinen Eskapaden auch immer beiseite gestanden. Aber ich war nicht immer dieser Freak, der seinen Selbstwert in Scoville gemessen hat oder in irgendwelchen merkwürdigen Foodtrends sucht. Nein, meine Familie hat eigentlich noch nie wirklich scharf gegessen. Meiner Mutter und Schwester ist heutzutage eigentlich alles schon immer zu scharf, wenn ich gerade mal so bemerke, ja, da ist so ein bisschen was Pikantes mit drin. Ich hatte als Kind also kaum was mit scharfem Essen zu tun. Dann aber in der 5. Klasse eignete sich sozusagen meine Origin-Story. Ein paar Boys hatten Hunger in der Pause, ich meine, soll vorkommen. Aber an diesem Tag waren sie besonders edgy drauf und widersetzten sich der Norm, in der schuleigenen Kantine zu essen, sondern entschieden sich, das Schulgelände ohne Einverständniserklärung ihrer Eltern zu verlassen und ihr Geld lieber in einen privaten Lebensmittelanbieter zu investieren. Diese Rebellen. Okay, also auf jeden Fall wollten sich ein paar Kumpels von mir einen Döner holen. Und als sie mich fragten, ob ich dieses absurde Vorhaben begleiten würde, antwortete ich, ich glaube, ich habe eine Essensmarke für heute. Geht ruhig ohne mich, ich komme klar. Also eigentlich hatte ich ziemlich krass Bock auf einen Döner, aber ich hatte bis dahin wirklich noch nie ein Schulgelände während der Schulzeit verlassen und dachte, dass das irgendwie negative Folgen für mich haben könnte, wenn ich unter 14 Jahren ohne diese Einverständniserklärung der Eltern mich auf den wilden Straßen des Wohngebiets rumtreiben würde. Außerdem, glaube ich, hatte ich gar kein Geld, weil sonst hätten die mir ja den Döner auch einfach mitbringen können. Ja, und so war ich gegen Ende der Pause wenig gesättigt durch das Schulessen am absoluten Tiefpunkt. Und dann passierte es. Als die tapferen Recken von ihrem erfolgreichen Feldzug heimkehrten, mit halber Beute in den Händen und Zwiebelgeruch im Atem, da kam einer von ihnen, sichtlich angeschlagen, auf mich zu. Die Schlacht hatte ihm übel zugesetzt und überreichte mir seinen kaum angerührten Anteil. Ich war überwältigt. Also mein Kumpel kam halt zu mir an und meinte so, hier, willst du den Döner? Ich habe höchstens ein, zweimal abgebissen. Ich weiß nicht warum, aber der Dönermann hat den unfassbar scharf gemacht. Ich kann das nicht essen. Ich dachte halt so, hä, ja, scheiße, wenn du den nicht essen kannst, wieso sollte ich den dann essen können? Ich meine, er konnte ihn wirklich nicht essen. Er hatte Geld ausgegeben und musste ihn verschenken. Als der gefallene Krieger also seine Wunden auswaschen ging, wagte ich mich an den sagenumwobenen Höllendöner. Und der war halt übel lecker. Also ich hatte so viel Schlimmeres erwartet, dass die Schärfe zwar wahrzunehmen, aber alles andere als unerträglich war. Das Fleisch, die Soße, das Kraut im Zusammenspiel mit den Tomaten. Es wurde einfach perfekt von dieser gaumenkitzelnden Schärfe unterstützt. Ich konnte kaum glauben, wie geil das schmeckte und vor allem war ich überrascht, wie schärferesistent ich wahrscheinlich war. Ich genoss also diesen Hammerdöner wirklich unter Augenzeugen, die dachten, es wäre so eine unüberwindbare Schärfe und mein Selbstwertgefühl, das muss an dem Tag um mindestens +2 gestiegen sein, mindestens. Seit diesem Ereignis scheue ich mich wirklich nicht mehr, Neues im Bereich der pikanten Kulinarkultur auszuprobieren. Von dem Tag an bestellte ich Chili Cheeseburger, lieferte mir Löffel voll Senf und Pfeffer-Essduelle mit meiner Schwester und wagte mich an das völlig Unfassbare. Ich bestellte an der Wurstbude keine Currywurst normal, sondern eine Currywurst extra scharf. Ich bin mir mittlerweile übrigens ziemlich sicher, dass mein Kumpel entweder einfach nur die ersten zwei Bisse übelst die scharfen Stellen erwischt hatte und der Döner danach total durchschnittlich scharf war. Oder dass mein Kumpel einfach übel schärfeempfindlich sein musste, denn ein paar Wochen später kotzte der solche Wasabi-Erdnüsse in den Mülleimer, während ich einen meiner neuesten Lieblingssnacks gefunden hatte. Ich liebe einfach scharf. Ich habe vor 3 oder 4 Jahren auch schon mal ein Video aufgenommen, wo ich von Hot Pepper Gaming inspiriert nach Habanero getestet habe und das meinem Kumpel Felix geschickt. Das ging nicht so gut aus. Okay, Felix. Habanero Pepper. Okay.
Mach das nicht. Ich hab immer noch was im Mund. Fuck it. Ja, jetzt kennt ihr die Geschichte hinter meiner ungesunden Selbstbestätigung mit Hilfe von ungenießbaren Lebensmitteln und meiner Sucht nach Capsaicin. In Zukunft erreichen mich dann vermutlich Beschwerden, dass ich die Leute beeinflussen würde, Einstiegsdrogen wie Chili auszuprobieren. Nee, aber ohne Scheiß, seid nicht übermütig. Schärfe richtet an und für sich zwar keinen richtigen Schaden an, jedoch kann es vorkommen, dass der Kreislauf diesen Schock nicht so einfach wegsteckt. Nachmachen auf eigene Gefahr. Und ja, beim nächsten Mal erzähle ich euch dann mit Sicherheit von meiner auf dieses Video folgenden Intervention. Und bis dahin, frohes Schwitzen. Ciao. Huh. Ich habe das übrigens nicht benutzt. Ja, komm. Ah.